Ich glaube, dass wir super eingefunden haben in die Partie. Ich glaube, dass wir euch wirklich im Griff gehabt haben. Wir haben die ersten 15, 20 Minuten wirklich super gespielt und dann eigentlich aus nichts zwei Tore gekriegt, muss man sagen. Und eigentlich dann auch trotzdem wieder super eingefunden, obwohl wir die Tore gekriegt haben. Dann machen wir das 2-1, dann gehen wir so in die Pause. Es erinnert mich ein bisschen an den Frühjahr, da haben wir auch schon dabei gespielt und waren 2-1 hinten, haben wir Tor gekriegt, sind mit 2-1 in die Halbzeit gegangen. Ja, und wir haben das Gefühl gehabt, in der Kabine, wie wir besprochen haben, dass da heute was möglich ist. Und wir haben gewarnt, dass wir keine gelbe Protokarten kriegen dürfen. Und die ist dann leider passiert, gleich nach dem Anpfiff wieder. Und das hat uns natürlich wehgetan. Und dann, wie das 3-1 gekommen ist, das war dann ein wenig ein Knack. Und Aske Berg hat dann wirklich super weitergespielt und wir waren quasi K.O. Und dann ist leider nichts mehr gegangen.